Herr Klingel, wobei haben wir Sie gerade erwischt, als die Anfrage kam, können Sie heute zu uns kommen? Also ich saß heute Morgen am Schreibtisch im Willy-Brandt-Haus in der Parteizentrale. Ich hatte relativ früh also. Noch ja. Nicht mehr am CrossFit? Da war ich heute Mittag noch. Ach komm. Also ich gehe zweimal in der Woche mittags. Ich weiß nicht, wer CrossFit kennt, aber das ist eine Sportart, die ich jetzt seit Jahren mache. Und ich nehme mir zweimal in der Woche mittags Zeit, gehe da eine Stunde hin und war dann heute Mittag noch da. Aber heute Morgen saß ich am Schreibtisch, als ich die SMS bekam, habe gerade eine Sitzung vorbereitet. Und es passte, weil ich, das darf ich, glaube ich, verraten, heute Abend eh in Bremen gewesen wäre oder bin noch, habe noch einen Termin hier nach. Und dann bin ich jetzt einfach zu R gekommen und darf hier sein, wo ich mich sehr darüber freue. Wir freuen uns. Und jetzt verraten Sie uns aber, was CrossFit ist. CrossFit ist ein Wissen Sie, Herr Grömer? Also eine Art, mit seinem eigenen Körper zu trainieren. Das ist krasser Sport. Draußen und krasser Sport. Im Springen, Hüpfen und Kraft an vielen Geräten. Fast Springen. Genau, draußen nicht unbedingt. Jetzt wollen wir es genau wissen. Ach so, da. Also es geht darum, in einer Stunde möglichst effizient über verschiedene Übungen den Körper richtig zu quälen, mit Gewichten, mit Eigenkörpergewicht, genau. Das ist richtig, aber eben auch mit dieses Bild, beim Bankdrücken, was wir eben gesehen und so haben, und so haben wir von der CDU Bremen bekommen. können wir es doch mal zeigen? Also es war ein fieser Paparazzo-Schuss. Das war, glaube ich, mein Porträt. Ja, ich habe das vor Jahren für mich entdeckt und wissen Sie, in meinem Job, ich sitze viel am Schreibtisch, ich bin wahnsinnig viel unterwegs, ungesundes Essen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach mir mal fest vorgenommen, wenigstens regelmäßig meinen Sport zu machen. Und da achte ich sehr eisern drauf und das tut mir gut. Also ich merke auch, dass es für mich so ist, wenn ich 3-4 Tage lang keinen Sport gemacht habe, kriege ich schlechte Laune, dann bin ich unerträglich. Wirklich? Ja, wirklich. Und es macht mir Spaß. Und es ist ja auch gut, wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man gesundheitlich gut dasteht. Anders als Ihr Kollege Hubertus Heil, der auch hier war und der unter Stress gerne eine raucht, haben Sie vor 10 Jahren damit aufgehört. Ja. Und es heißt, ich wollte das immer mal aufklären, Sie hätten eine App, die errechnet, was Sie einsparen dadurch, dass Sie nicht mehr rauchen. Das stimmt. Ja. Stimmt das wirklich? Ja. Und wie ist der Stand? Ich kann gleich mal gucken. Ja. Schauen Sie doch mal. Bitte. Jetzt habe ich ja Glück, dass ich mein Handy mit habe hier. Also wie viel Geld oder wie? Ja, genau. Oh, jetzt weiß ich gespart. Seit 10 Jahren. Ja. Gespart. Bis heute? Viel. Ich habe mein Handy ausgestellt. Was schätzt also, Sie? Was schätzt ihr? Also Sie wissen ja, ich als Raucher, geraucht habe. Als Raucher. Was man im Monat spart, 350 Euro. Wie viel? 350 so Euro. So viel? So, jetzt ist es super peinlich natürlich, dass genau in diesem Moment jetzt die App sich erneuert, weil ich das Handy gerade angemacht habe. Und der Empfang hier drin ist mega schlecht. Also 37. Ja, wir tragen 300, das nach. Wir tragen das nach. Ich hab 300 bis 300 pro Monat. Ich habe 40 Zigaretten am Tag geraucht. Ah. Das war wahnsinnig viel. Mehr. Und ich habe irgendwann jetzt vor ein paar Wochen mal geguckt, als es genau 10 Jahre waren. Das war schon irgendwie 40.000, 45.000 Euro, die man da hat. 40.000 bis 45.000 Euro. Und wird das in ein bestimmtes Projekt gesteckt? Wird das in E-Gitarren gesteckt? Ja, in Sport. Und nicht in E-Gitarren. Also man könnte sich gut zusatzversichern in der Medizin. Nein, beim Sport, das kann ich sagen, ich hab einen Trainer, mit dem ich das auch regelmäßig mache. Das gönne ich mir. Ich habe mir während der Pandemie ein Rennrad gekauft, also mit meiner Frau viel unterwegs mit dem Rennrad. Und das sind so die. Und jetzt haben wir gerade angefangen mit einer schönen neuen Sportart, mit Paddle Tennis. Ich weiß nicht, ob Sie das. Nein, noch nie gehört. Lauter neue Sachen für mich. Das ist eine Sportart, die jetzt. Markus nickt Wissen. Ja. Er müsste es eigentlich wissen. Ja. Weil Strand, ist so ein bisschen, sind diese Holzschläger. Ja, man spielt es viel in Lateinamerika, aber es gibt jetzt die ersten Hallen noch in Berlin, in Hamburg. Ach, okay. Alle Wände. Ich kenne es vom Strand. Da. Genau. Also ähnlich wie alle Wände auf dem Strand. Alles erlaubt. Macht wahnsinnig Spaß. Ja. Und, also ich stecke mein Geld jetzt gerne in den Sport. Und natürlich auch in die Musik. Sie haben es gesagt, Konzerte geht ja wieder, Gott sei Dank, Musik. Und, okay. Und das ist wesentlich besser investiert als in Nikotin. In Nikotin, okay. Dann gibt es sofort Applaus. Wenn euch das jetzt nicht schon genug war, dann jetzt schnell in die Mediathek, da gibt's das ganze Video.